Sven, geh rein, hilf Mann! Ja, bin down. Viel Spaß, Sven. Hab ich mir das Knife am Noscope weggemacht. Rechts von dir, rechts von dir. Unten ist gerade einer, der Bärmann. Hol mich schnell hoch. Hinter dir. Links, ah, hinter mir. Blau. Look at my life. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you were not the same. This is so far from a game. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Hunt Showdown. An dem Tag dieser Aufnahme ist das Crow-Event gestartet. Heißt, wenn man 1 Million Punkte sammelt, kann man den Boss freischalten. Ist ein Community-Event, ganz coole Idee. Und wir haben ein paar Runden gespielt, die alle ziemlich cool waren. Insgesamt 5 an der Zahl. 3 davon werden wir euch demnächst präsentieren, hier und auch auf dem 2-Kanal. Und wird wild. Also ihr habt schon im Vorintro jetzt gesehen, Sven macht Sachen. Ob es gut oder schlecht ist, das seht ihr direkt im Anschluss. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde uns freuen. Müsst ihr nicht. Wäre natürlich lit. Aber erstmal viel Spaß mit Macht Sven die Rettung. Fragezeichen. Wenn CS passt, mich betrogen. Gib mir die Skins in CS und ich bin wieder zufrieden. Wunder. Ich habe jetzt schon keinen. Svenny. Janik, ich bin für Ziegelei. Können wir machen. Ich hab keinen Bock mehr auf Theodor. Okay. Da, das ist der genau Russen-Server. Genau deswegen. Jetzt sind wir auf den richtigen Russen-Server. Hi, Schatzi. Was gibt's? Da haben wir Hopsen und der Hopsen. Aber demnächst muss erstmal ein 5er investieren, wenn in Hand, ey. Ja, Sven? Warum? Ja, die Musik wollen wir doch haben. Ah. Ja. Den neuen Soundtrack will ich haben. Bam! Bam! Hater, ey. Gib ja, uns, like uns. Oh, er wollte nicht liken, schlafen. Deswegen habe ich ihn gehauen. Ja. Welch Like wird gehauen? Ja, kann ich. Alter. Weil nur Hater liken nicht. Ja. Russen. Ich rede schon so, als wäre das eine YouTube-Folge. Halt! Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Da spawnen die Zombies vor meiner Nase. Sven, heil dich. Jo. Blut ist. Wir sind da, jawohl. Oh nee! Das Fieber der Spinne, ey. Dann will ich ein anderes Gebäude, das hier sackt. Oh nee, nicht das Gebäude. Das wird immer schlimmer. Wir können darüber. Janek. Ja. Darf ich mir die Punkte holen? Zum Sehen? Ja, hol sie dir. Gönn dir. Hab's gesehen und will nie wieder. Sven, komm mir rüber. Schnell. Danke. Ach komm auch nicht. Hast du Fallen dabei, Janek? Ja. Stacheldraht. Rate mal, was ich mitgenommen habe. Verbannt. Ach hier, die Lunden-Dinge da. Die Köder-Dinge. Platzpatronen. Ja, genau. Platzpatronen. Geil. Ja. Anstatt was Wichtiges. Aber damit kannst du dich verarschen. Du wirst eine Flash und die denken, boah, ist eine Flash. Gucken weg, ja, und dann machen wir die. Kannst du nicht wirklich. Natürlich. Wie in CS, wenn du eine Ködergranate wirst, du denkst, du wirst ein Flash. Das ist genau der gleiche. Wir machen die wirklich so, Sven. Ja, ja. Da hat er sogar gar nicht so unrecht. In CS ist das so. Ja, das stimmt. Einige werfen sogar einfach ihre Zweitwaffe, damit die Leute denken, okay, da kommt mir jetzt ein Flash angeflogen. Aber nur dieser Reflex, weißt du? Darum gambeln Leute in CS. So weit sind wir noch nicht. Vielleicht nochmal ein 100. Match in Silver Lead. Master. Lol. Janik. Oh! Ich bin Weltmeister, da drin ist ein Spieler. Lol. Okay. Oder? Also oben an der Mauer oder was? Oh, bin ich doof. Der müsste schon passen.
Oder? Wo oben drin eigentlich? Ah, nee, nee. Okay, vergiss es. Das ist der Butcher, oder? Ja, ich hab nur den Schemen gesehen. Ich dachte mir gerade, macht eigentlich gar keinen Sinn. Platziere die Fallen beim Butcher im Übrigen. Weil da macht es mehr Sinn. Also, Hermann, das gilt nicht für dich, die Falle. Bisschen defenden in der Zeit, oder? Was, defenden? Ja. Defense. Dann bin ich defenden. Dich defenden? Das kann ich von hier aus nicht, tut mir leid. Na, Hater. Dritter. Nicht meine? Sven weiß wieder nicht, wo er hinschauen soll. Na ja, das stimmt. Doch, ich hab nur geguckt, ob Janik das ist, der rennt, oder? So. Der ist blau umrahmt. Komm wieder. Ich hab da gerade noch nicht hingeguckt, wo ich die Schritte gehört hab. So, hab Sven extra geschützt. Wasser war gerade wild. Krass, wo ich hier oben stehe. Wilde Sache. Wollen wir überlegen, mich vielleicht hinter das Haus zu stellen? Da kannst du ja hoch mit der Leiter und so. Da bist du halt auf der einen Seite offen. Adventure Map. Weißt du? Bester Butcher. Sicher? Diese komischen leisen Schritte? Bester Butcher? Okay. War da leise Schritte? Was meinst du ganz genau? Da waren leise Schritte. Naja, okay. Ne, war da was schon. Aus der Richtung. Aus der Richtung. Kann ungefähr hinkommen, ja. Könnten auch Gegner sein, ja. Kaboom. Theoretisch auch Gegner sein. Zu mir brauchst du nicht hingucken, Sven. Wie wär's bei dem Fenster ab, aim? Ob da was kommt? Nein, ich aim bei der Tür ab. Ja, aim was ab. Aim mich ab. Genau. Aim mich ab. Weißt du, dann kommt die so durch und schießt die in den Rücken. Weißt du, easy. Ja. Die anderen machen wahrscheinlich Spinne Aiden Paris. Obwohl, das war jetzt ziemlich nah. Könnte auch fortgeballert sein. 2 Euro, dass wenn der erste ist, er in eine Falle rennt. Mit Wahrscheinlichkeit? Alter. Sven, willst du dagegen wenden? Nee. Okay, dann nicht. Belastungssystem. Belastungssystem. Ich meine, ich find's geil, dass wir direkt an. Also, ich direkt in die Liga ran. Das ist mir lieber. Willst du es beim anderen Verzauber machen? Ich weiß nicht, ob es da geht, aber. Ja, ich guck vorher. Das sieht man. Ja, würde gehen. Soll ich? Ja, mach halt. Ich will zumindest hören, wenn hier jemand reinspringt. Und jetzt muss er. Und jetzt, statt direkt rein, muss er vorher die Fenster aufmachen. Ja. Das ein paar Sekunden sparen. Nicht Jens, weil der kann nichts, aber. Janik, wenn ich sterbe, ne? Ja? Zeig mir bitte meine Waffe auf. Warum bist du? Jetzt gehen. Wow. Okay, die letzte Runde war doch witzig. Kann ich nicht aufheben, Sven. Ich hab selber Skinwaffen. Ja, hast du Skinwaffen? Ja. Na. Ich probier mal was, David. Ich seh nichts mehr. Ey, ich wollte die Scheiße nur loswerden. Ja, ja. Hast du Schaden bekommen? Ein bisschen. Ja? Okay. Also wenn ich dir die Blending Phrase schmeiße, kriegst du anscheinend direkt auch ein bisschen Schaden. Okay. Aber wirklich, nicht wirklich viel. Ja.
Ja, ganz ehrlich, komm. Wenn du schon Sound machst, dann will ich Musik hören. Nicht dein Ernst. Du schießt Tiere wie ein Irrer. Meanwhile in Russia. Ja, wir müssen es anpassen, David. Was denken die, wir sind Aussätzige? Was denken die, wir gehören hier nicht hin und machen uns das recht? Jetzt haben wir eine bessere Überlebenschance. Oh, die läuft aber nicht dauerhaft durch. Nee, das stimmt. Muss halt immer wieder von neu starten. Das ist halt eine billige Schallplatte. So von so einer Wisch-Ding, weißt du? Eine Schallplatte auf Wisch. Ja. Ja, Sven? Ja. Ne? Wish ist nicht gut. Hey, Sven. Boah, warum schießt du denn immer? Kann ich auch. Alter! Jetzt ja, ist das eine bessere Durchsicht. Ihr hättet mich töten können. Ne, wir können zielen. Ja, moin! Okay, da, Digi, was das, okay, du das war nicht Sven, wer das ausgelöst hat. Das war nicht Sven, der es ausgelöst hat. Was kommt? Der hat meine Tür kaputt gemacht. Ja, und meine Stacheldrahtfalle. Ja, schade. Wer bezahlt jetzt die neue Tür? Niemand. Ah, die ist ausgelöst. Schade. Ja, schade. Ist weg. Na, schade, Sven. Schön gemacht. Ja, toll. Toll, Sven. Ey, wir hätten den Butcher schon längst machen können. Ja, wir hätten den schon anfangen können. Was? Mit der Axt? Ohne Sound. Easy. Stimmt eigentlich. Haben wir schon mal gemacht. Haben wir schon mal gemacht. Ja, müssen wir aber oben reingehen. Ja, dann komm, lass machen. Ganz ehrlich. Mhm. Die ballern sich dann Arsch ab. Komm, wir machen Butcher aufs Sven, Kleine, du verteidigst. Also da ist eine Falle und oben bei dem anderen Eingang, also da die Treppe. Also da kannst du so rein. Ja, nice. Ja. Gutes Timing. Gut. Was geht ab, Freddy? Habt ihr dem geschlagen? Hab ihn gehauen. Achso. Also da, wo du gepinkt hast, war eine Falle, ne? Ja. Ja. Renne. Raus. Mhm. Renne auf. Wenn man brennt auf das Ölding. Wenn man dann brennt in das Ölding reinläuft, explodiert dann alles? Ja. Okay, dann war das knapp. Das war richtig knapp. Wo ist er denn unten? Ja, unten. Oh Gott. Ah ja, okay. Okay. Danke, Yannick. Ja, du standst in der Tür. Was willst du erwarten? Wir haben das Schwein ja gleich schon. Oh Gott! Ich geh nochmal durch die Tür. Achtung. So. Oh. Na moin. Hab ich nicht angezündet. Bin stolz. Musst du mir gerade noch eine Spritze geben. Na ja. Okay, zwei Schläge noch, also gehen wir gemeinsam rein. Ja. Was jeder unten? Haut einmal. Hm, ist unten gerade. Will das. Ach, hat keinen Kopf. Ich hab den Kopf schon mal verloren. Er kommt hoch, andere Seite. Na, hier rechts. Ah, Spieler! Ja. Geil. Okay. Wer lebt noch? Ich? Sven und ich. Okay, hast du die Spieler tot gemacht? Sven, geh rein, hilf Mann! Bin down. Viel Spaß, Sven.
Hab ich mir das Knife am Noscope weggemacht. Rechts von dir, rechts von dir. Unten ist gerade einer, der Bärmann. Hol mich schnell hoch. Hinter dir. Links, ah, hinter mir. Blau. Schnell, schnell, schnell. Er kommt hoch, er kommt hoch, dreh dich um. Er war links von mir. Oh mein Gott. Nice, Sven! Und Bärmann, Bärmann. Bärmann, Bärmann, Bärmann. Warte, 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 warte. Sven ist überfordert. Ja, ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Kann ich dich wieder hoch? Ja. Theoretisch kannst du mich wieder hochholen, aber der Bärmann, der kommt halt. Ah, ja, den kann ich nicht hochholen. Der, ich bin unten. Erstmal da, erstmal David. Nein, ich kann nicht hochgehen. Wieso? Da steht kein F. Bei mir ist so irgendwie rot. Roter Totenkopf. Ja, mach, oh, den, mach den weg. Mach, ja, den erstmal weg, Sven. Mach den weg. Wegschießen. Ja, und jetzt rein. Jetzt macht er nichts mehr. Jetzt heb mich auf. Ja. Okay. Rechts, genau. Ich bin raus. Wieso bist du raus? Ich hab mein letztes Leben gelebt. Rausgeflogen oder was? Nee, ich bin tot. Tot. Achso, lol. Weil ich konnte ihn damit nicht aufheben, dafür ein rotes Totenkreuz. Roter Totenkreuz. Hat der andere durch meine Fell gestorben, was ein Kackenlappen. Ah, oh, ich bin tot. Belast. Mach mal Verband, Sven, damit ich voll Leben hab. Ja, warte, so. Sven ist besser kill, David! So musst du es sagen. Ich mach hier die Tür zu. Ah, ja. Kann ich David looten? Ne, schade. Ich weiß halt nicht, ob ihr mich nach dem Verband ist, nochmal aufheben würdet. Nee, du bist weg. Du hast einen roten Totenkopf, das heißt, geht nicht mehr. Belastend. Schade. Kann man nicht ändern. Aber hey, ihr habt zwei getötet. Wo ist der dritte von denen, ist die Frage. Stimmt. Wo liegt Bärmann? Neben dir. Einer liegt in meiner Falle unten, bei der einen Tür, wo wir halt vorbeigelaufen sind, und der andere liegt unter dem Butcher. Also der dicke Bär hat sich. Okay, wer liegt neben mir? Niemand liegt neben Sven? Dir. Ja, das neben dir liegt mit denen unter dem Butcher. Weil der sitzt ja da quasi neben dir. Okay. Wundert mich trotzdem, wo der dritte ist. Dafür liegt bei den Schweineleichen. Dummer Tod, ey. Das ist dir unwürdig, David. Frag mich trotzdem, wo der dritte ist. Also, da hattest du zum einen mit den Schritten auf jeden Fall. Vor allem doof, ich dachte gerade, ist das jetzt das so 2 Sekunden bevor die angefangen haben zu schießen, habe ich die gehört. Da war ich mir so unsicher gerade. Und dann haben wir richtig angefangen, so wild rumzuschießen. Hab jetzt 2 Schwarmbomben, Sven. Wir regeln das. Theoretisch müssen wir gleich nach Westen. Okay. Aber erstmal überleben. Erstmal überleben, ja. Also wenn, kommen die durch die Tür? Oder hin? Ja. Oder, also unten ist eigentlich alles ab mit Stacheldraht, da kriegen wir mit. Gut. Wer von denen liegt unten im Stacheldraht? Der Teammate von dem. Also der Dicke mit dem Mantel? Der mit dem Mantel, genau. Okay. Zweierteam, Fragezeichen? Möglich ist das, ja. Kann man halt schwer sagen, ob da jetzt zum Beispiel, weißt du, so anlegen der Skin, kannst du nicht sagen, okay, die sind schon erfahren oder sowas. Das ist halt schwierig zum Beispiel zu sagen. Ja. Können die eigentlich auch hier durch? Ja. Mhm. Okay. Aim dat mal ab, Sven. Der aims dat ab, ich dat andere. Wir können dich auch zum Beispiel sehen. Du kannst zum Beispiel auch da den Eingang da ab aim. Das geht ja zum Beispiel auch. Ich würde empfehlen, Yannick nimmt auf, guckt sich um, dann nimmt Sven auf und ihr sprintet weg da. War auch mein Gedanke. Und dann schön nach Westen. Es sei denn, da ist jemand dann. Ja, im Zweifel dann. Ach, da, dritte. Ich habe gerade den dritten Eingang. Wir können auch nach Osten gehen, das ist eigentlich auch irrelevant. Die anderen hauen ab, das ist zum Beispiel gut. Spinne hat keinen Bock auf uns. Nice, Benny. Mhm. Also Sven hat's gemacht. So, Sven, warte, ich guck jetzt und sag dir dann, wie viel du noch killen musst in meiner Umgebung.
Niemanden. Okay, jetzt muss er aufheben. Aufheben und dann gehen wir hier raus. Yannick, willst du noch die Sekunden mitnehmen oder hast du schon aufgehört? Ich habe alle schon mitgenommen. Ah, verdammt. So, gut. Ja. So, ab nach Westen, Sven. Ne, ab nach Osten. Willst du doch nach links? Naja. Wo wir wegkamen, Sven. Da laufen wir jetzt hin. Den okay. längeren Weg, ernsthaft? Das ist nicht viel länger. Ja, viel länger ist es nicht, aber ich... Den offensichtlichen Weg zu laufen habe ich gerade keinen Bock, weißt du? Die Influenza B, Alter. Caching. Das ist wichtig. Ich guck mal. Ja, alles gut. War das dein erster Spielerkill, Sven? Nee. Nee, letztes Mal habe ich doch auch einen weggemacht. Ich weiß nie, wann wir spielen so sehr in Hand. Du bist ja nie da. Du weißt ja, da mit den, wo wir bei der Scheune waren, wo ich doch auf dem Dach noch gekillt wurde. Weiß. Die Runde weiß ich schon gar nicht mehr. Die Runde ist heute online gekommen, ja? Ja, glaubst du, ich guck mir die Folgen an, die online kommen? Die kommen euch entgegen. Mit meiner geilen Indiana Jones Einlage. Ich gucke mal an. Mhm. Runde. Naja. Wow. Angreifen. Sven, nicht weglaufen. Ich guck mal. Heilen. Sind noch nicht in der Umgebung. Hey, warum haben wir einen Punkt bekommen? Ich habe was aufgesammelt. Achso. Sven hat Sachen gemacht. Rennen. Ah, ja, ich bin aus Versehen reingelaufen. Knapp. Okay, sei fast da. Sven hängt allerdings ein bisschen hinterher. Ja. Ja, noch immer noch nichts. Ja, Sven muss zuletzt gucken. Ja. Das ist die Kutsche. Sven, guck mal geradeaus. Guck einfach mal geradeaus, sobald du... Wo ich bin. Warte. Richtung Kutsche, so die Umgebung. Warte. Jetzt. Alles frei bis jetzt. Sven, guck mal bitte nach links. Verbrauch mal einfach alle so restlichen Sekunden. Achso. Einfach mal Umgebung abchecken. Ja, das war's. Absolut. Okay. Okay. Nice, Sven. Okay, perfekt. Da. Geil. Nice. Und zwei Schwammbomben daraus genommen. Ist okay. Russia kann mich mal. Boah. GG, Sven. GG. Hat Sven wieder den Arm gerissen. Lass mich. Ja, dafür folgt nichts, liebe Zuschauer. Der steht noch bei den Schweinen. Ah, nee. So, bevor wir jetzt noch eine neue Runde starten, ich muss mal ganz kurz Zwiebeln und Knoblauch schneiden. Mhm. Ja. Fürs Abendessen. Ich bin sofort wieder da. Ja. Dauert nicht lange. Aber gut gerettet, Sven. Krass, ne? Das ist schon wild. Einmal im Leben Glück gehabt. Glück gehabt, hast du ein App-Game fertig gemacht? Nee. Doch. Sven. Das ist einfach nur Glück. Nee, der hat fertig gemacht. Ich hätte gern gesehen, wie der andere sich aufgeregt hat, als er meine Stacheldrahtfalle gelaufen ist. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far.